Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu unserer Challenge. Ja, natürlich, wie auch die letzten Male, habe ich wieder das Spiel erstmal pausiert, um so ein paar Sachen anzustoßen, die ich mir überlegt habe. Ich glaube, wir fangen mal... Hier fangen wir an. Und zwar würde ich ganz gerne hier einen Lagerbehälter hinbauen, wo wir die Fossilien einlagern. Der soll schnell gebaut werden. Den Auftrag zum Fossilien aufräumen geben wir dann erst später. Das hier ist noch alles Prio 4. Das ist gut. Okay. So, dann muss ich mal gerade schnell... Da haben wir... Achso, das haben wir gemacht, um hier oben herzukommen. Ja, das können wir eigentlich auch so lassen. Da brauchen wir jetzt nichts weiter machen. Dann war ich angefangen, hier ein bisschen ja breit zu graben, um an Kohle zu kommen. Das setzen wir jetzt hier auch mal weiter fort. So. Dann habe ich gesehen, dass wir hier bei beiden Goldvulkanen, die wir haben, einen Block haben, der dafür sorgt, hier ist das gleiche Problem, dass die nichts weiter mehr ausspucken. Also zumindest ist das sonst immer die Folge. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch so ist, aber da gehe ich einfach mal von aus. Da kümmern wir uns später drum. So, da habe ich den Grabeauftrag schon reingepackt. Ich würde hier nur gerne, weil ja, ich die Gefahr hier sehe, dass da später noch mehr hier runterfällt, gerne hier eine Sicherheit einbauen. So, weil wir das nämlich so ausgraben, könnten wir hier alternativ auch hochklettern. Und bis das hier so hoch gestiegen ist, dass wir hier nicht mehr rüberkommen, dann ja, haben wir wahrscheinlich andere Sachen schon falsch gemacht. Als, ja... Das dementsprechend sollte das dann auch funktionieren, dass wir hier eben eine Alternative haben zu dieser Route. Das ist der Gedanke dahinter. Ja, hier müssen wir das überhaupt freigraben? Ne, können wir lassen. Das kann so bleiben, das kann so bleiben. Hier würde ich gerne nochmal was ändern. Und hier nämlich... das Ganze hier um eine Tür erweitern. Nehmen wir ruhig eine automatische Luftschleuse, um dann hier wiederum die Leiter zu... Wir müssen eh hier relativ hoch. Bis da die Leiter dann zu bauen. Um da dann die Leiter zu bauen. Was rede ich denn? Ja, das erstmal zu den Aufträgen. Dann können wir da, glaube ich, noch freigraben, damit wir hier überall rankommen. Und muss mal eben... Das kann 5, das hier kann auch 5, das möchte ich gerne ein bisschen höher haben. Den Block auch, den auch. Das ist alles 5. Genau, der hier wird gleich hoffentlich gebaut. Gut, dann geben wir mal ein bisschen Tempo. Das sind 5er Aufträge. So. Hier packen wir jetzt rein Rohmineral, Fossilien, Bio 7 und nur beim Aufräumen. Den hier stellen wir auch auf 7. Das müsste soweit passen. Und jetzt gehen wir hierher. Stellen die Fossilien auf... Ne, auch Prio 7 und lassen die hier aufräumen. Machen wir das vielleicht sogar auf Prio 5 nur. Ja. Hintergrund ist der, damit nicht jedes Mal, wenn jemand hier den Steinbrecher bedient, ganz nach unten rennen muss, Material holen, 100 Kilogramm. Um sie dann wieder zu verwerten, sondern wir haben dann alles hier drin und können das so direkt rausnehmen
Und es wird eben auch mehr als nur 100 Kilogramm hier abgeholt. Das ist jetzt der große Vorteil. Miep wird das voraussichtlich am ehesten machen. Versorgung für Forschung. So, vielleicht sollten wir dann doch das höher setzen. Das ist dann auch bei Miep höher, ja. In seiner Liste hier gleich auftaucht. Ist ungewohnt für mich, dass ich nicht so zu jeder Folge direkt ein bisschen Feedback habe und auf Sachen eingehen kann oder reagieren kann. Alle Sachen, die ich hier jetzt feststelle oder nicht feststelle. Die ich feststelle, sind ja gut, die ich nicht feststelle, das sind eher gerade das Problem. Lagert Fossilien ein, perfekt. Ne, jetzt macht er erst noch wieder was anderes. Das können wir auf 7 machen, aber ich mache hier unten eine 8 raus, damit das eben noch wichtiger ist. Genau, jetzt holt er Fossilien. Können wir auch gleich mal schauen, wie viel er davon mitnimmt. Jo, perfekt. 1680 Kilogramm, sehr gut. Das macht er dann gleich noch ein paar Mal mehr und... Ja, sehr schön. Okay. Liam, wieso machst du das auch? Achso, weil du... Landwirtschaft ist gerade sonst nichts. Jo, okay, kannst du ruhig machen. Das hier haben wir reingegraben, das läuft jetzt. Ja, ne, hier nicht. Ah, jetzt können wir aber sehen, ob der was ausspuckt. Doch, tut er trotzdem. Okay. Aber wieso können wir hier... Ah. Kommen da nicht hin. Deswegen wird das... Deswegen wird auch das hier nicht weitergebaut. So wird ein Schuh draus. Gewusst wie. Können wir auch nochmal frei buddeln. Ah, jetzt geht's hier auch weiter. Okay. Und dann auch gleich hier. Ja, ja. Rohmineral, wir haben 11,2 Tonnen. Da ist noch nicht alles. Da liegt überall was rum, wahrscheinlich weil der Pausengong dazwischen kam. So, wir sind hier jetzt auch temperaturtechnisch so, dass wir in Bereiche kommen, wo es ein bisschen schwieriger wird. Ja, aber alles gut. So, Kohle. Halt alles so ein bisschen im Auge behalten. 27,9 Tonnen, okay, das reicht mir definitiv. Was war das jetzt alles?
Hier stelle ich erstmal nichts ein, solange wir noch viel Nahrung haben. Ja, das lasse ich einfach erstmal unendlich laufen. Hassan kann hier... Da brauchen wir auch Eisen. Ja, können wir drin lassen, die Aufträge, aber hier... keine Ahnung. Wir werden sowieso noch einen ganzen Schwung brauchen. Wie viel haben wir jetzt? 600 Kilogramm. Okay. Forscht im Moment eigentlich niemand. Vermutlich ist das auch eine Prioritätensache, ne? Devon ist unser Lebenserhaltung. Steinbrech, okay. Lagert Fossilien ein. Ah, jetzt ist er auch am Forschen. Na gut, okay. Fällt mir noch was anderes ein, was ich unbedingt machen wollte. Lampen. Einmal. So. Strom an welches? So, das ist sogar... Weil das macht einfach das Arbeiten hier 15% schneller. Dass ich da nicht viel früher dran gedacht habe. Da auch gleich eine hin, auch wenn noch niemand da was macht. Beleuchteter Arbeitsplatz plus 15% Speed. Okay, zählt das hier auch? Ja. Und hier auch perfekt. Okay, das macht alles nochmal ein bisschen effektiver. Nahrung verfault. Jetzt mal eben verstehe nicht so ganz, warum die da nicht eingelagert wurde. Keine Ahnung. So, Punkte verteilen. Devon, verbesserte Tragfähigkeit 2. Hassan hat das Graben. Machen wir da jetzt auch die Tragfähigkeit oder? Ja. Bei Frankie verbessertes Bauen 3, ganz klar. Können wir dann auch den richtigen Hut auswählen. Bei Travaldo Graben Nummer 3. Miep, der ja unser Mechatroniker werden soll. Und wir haben Liam, Landwirtschaft, auch wenn wir die vielleicht gar nicht brauchen. Wir lernen das mal.
Frag mich halt, wie, ob wir vielleicht doch noch hier drumherum den Wohnbereich so halbwegs abgrenzen mit Temperatur. Also mit isolierten Ziegeln, dass wir einen Wohnbereich haben, wo es wärmer wird, wo wir Sachen anbauen können. Aber wir brauchen es halt nicht, ne? Kümmern wir uns erstmal um die Sachen, die wir definitiv brauchen. Wir können es ruhig schnell lassen. So, das Stromkabel legen wir dann dadurch. Und hier hoch. Da muss ich nochmal eben schauen wegen dem Teleskop. Okay. Machen wir, glaube ich. So. Ja. Forschung abgeschlossen. Welche Forschung brauchen wir noch? Brauchen wir noch überhaupt eine? Werden wir nicht brauchen? Nein. Nein. Die isolierten Türen sind vielleicht noch eine Idee. Wasserkühler. Es gibt halt so ein paar Sachen, die könnte man noch erforschen, aber ich glaube, isolierten Türen ist noch eine Idee, weil wenn ich überlege, isolierte Ziegel zu bauen, dann sollten wir auch entsprechende Türen drumherum bauen. Wollen wir erstmal hier noch einen Blick reinwerfen. Ja. Nehmen wir ein bisschen Salzwasser. Nach wie vor das Problem, dass uns immer und immer wieder Kalk fehlt. Machen wir vielleicht einen zweiten Steinbrecher. Das ist natürlich eine Idee, ne? Wir hier noch mehr Steinbrecher bauen. Machen wir auch. Mach hier noch mal kurz den Test nach Fossilien. Hier liegen immer noch welche. Okay. Alarm Oberflächendurchbruch. Ja, das sollte aber nicht das Problem sein. Dafür haben wir hier die Tür, genau. Hier Eis, Wasser. So, dann könnten wir aber hier ja schon mal eine Lampe auch aufhängen, die wir mal auch brauchen. So, dann wollte ich noch
Das kühlt sich schon ab hier, ne? Glaube. Machen wir das hier mal so einfach wie möglich. Stopp. So müssten wir das machen. Könnten wir hier unten eine Pumpe bauen? Ja. Um das Wasser dann eventuell auch noch zu nutzen. So, wir haben die isolierten Türen. Das wollte ich noch machen. Die Toiletten. So, Einstellungen nach dort übertragen. Das nach da übertragen. Den zerlegen. Und den Steinbrecher zerlegen. Ich glaube, die weitere Forschung lasse ich gleich auch einfach sein. Das können wir doch bei Bedarf immer noch ganz schnell lernen. Ich baue jetzt einfach mal hier ein paar Lagerbehälter, wo die Sachen weggebracht werden. Also hier aufgeräumt werden können, die hier so rumliegen, wenn nichts zu tun ist. Keine Forschung, ja, ich weiß, das lassen wir jetzt auch erstmal so. Hier fehlt auch noch was. Automatisierungskabel. Ich glaube, mit ganz geringer Priorität können wir jetzt auch hier schon mal anfangen, die Leitung zu bauen. Das hätte auch böse ausgehen können. Dass die jetzt alle hier lang gehen, ob das schneller geht als das, ich weiß es nicht.
Kann es mir fast nicht vorstellen, aber... Fakt ist, dass sie es machen. Und die prügeln hier Stahl raus. Beziehungsweise Kalk und Stahl. Das werden wir auch gleich brauchen, beziehungsweise gleich, weiß ich nicht, aber... Aber bald. Ich überlege nur. Haben wir schon... Hier war das, ne? Ne. Phase Nummer 2. Weil die sieht jetzt schon sehr weit gewachsen aus. Ist noch mal was, das wir fragen. Achso, jetzt werden wir hier natürlich das gleiche Problem haben, dass hier was runterfallen könnte und uns den Ausgang blockiert. Ich glaube, das werden wir nicht anders lösen können, außer dass wir... Es gibt schon andere Lösungen dafür, aber ich würde es jetzt ganz gerne so lösen, dass wir in der Nähe bleiben und bei Bedarf einfach alles bei Graben, was da runterkommt. Das dürfte ja gleich soweit sein. Noch 2, 3, 4. Noch. Jetzt ist es soweit. Okay. Gerettet. Nein, den Rest hier müssen wir nicht mehr auf 7 graben, aber apropos Quatsch, hier brauchen wir ja gar nicht. Reicht uns ja eigentlich hier die Seite. Das fällt runter und dann, ja. Okay. Gut. Ist jetzt vielleicht für euch gleich nicht so interessant, aber da ich jetzt gleich weg muss, ist diese Folge ein wenig kürzer als die anderen. Ich vermute, dass das eine Ausnahme bleibt, dass die nächsten wieder länger werden. Aber für diesen Fall jetzt ist es so. So, wir können hier auch noch schnell das nächste planen. Stationen, Teleskop hier hin. Stromkabel daran und Gasleitung daran. Und dann können wir in absehbarer Zeit anfangen, das erste Ziel freizuschalten. Dann sollten wir auch anfangen können, unsere Rakete zu bauen und dann, ja, Schritt für Schritt kommen wir dem Ziel näher. Nochmal schnell hier die Duplikantenfertigkeit. Achso, ist noch ein Punkt für Corvaldo, den behalte ich erstmal. Ich weiß noch nicht, wofür wir den eventuell brauchen. Ja, dann war's das für heute. Ich freue mich schon, ja, dann die nächste aufzunehmen, weil ich echt gespannt bin, ja, wie ich auch zeitlich im Rennen liege und
ja, schauen wir mal. Ne? Also danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald, euer Krillo.